Die Deutschen, sie werden immer empfindsamer. Überall wittern sie Ungleichbehandlung, Ungerechtigkeit, mangelnde Empathie, stellt Journalist Justus Bender fest. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Es ist keine Sache, die sich auf links oder rechts beschränkt. In seinem Essay für die FAS nimmt er sich die Nation der Sensibelchen vor. Es muss einem klar sein, dass es eine paradoxe Wahrnehmung gibt und dass man immer empfindlicher wird, je mehr die Missstände beseitigt werden. Das Tocqueville-Paradoxon, benannt nach Alexis de Tocqueville, Politikwissenschaftler im 19. Jahrhundert. Und er hat beobachtet, dass in Frankreich, je mehr man soziale Ungerechtigkeit bekämpft hat, umso empfindlicher waren die Menschen, was die verbliebene Ungerechtigkeit angeht. Die Deutschen haben in den vergangenen Jahrzehnten viel erreicht. Mehr Gleichberechtigung, weniger Diskriminierung und Rassismus. Jedoch, je weniger Rassismus es gibt, dasselbe bei Sexismus, bei allen Formen von Diskriminierung, je weiter wir kommen, umso empfindlicher werden wir. Justus Bender konsultiert zahlreiche Experten und Expertinnen. Die haben das nicht nur bestätigt, sondern haben aus ihren Bereichen ganz tolle Dinge beigetragen. Wohin die Überempfindlichkeit führen kann? Zu eisernen Regeln, sagt Justus Bender. Es geht ja eigentlich darum, achtsam zu sein, empathisch zu sein gegenüber anderen, aber diese Regeln sind dann gar nicht mehr so nett, sondern dann wird es wirklich handfest. Justus Benders Fazit. Es ist ja vieles sehr gut in unserer Zeit, viel besser als früher. Aber wir sollten nicht vergessen, dass wir natürlich auch geprägt sind durch einen Zeitgeist, der uns verändert, der auch unsere Wahrnehmung verzerrt.